worum geht es mir im Leben? Ich glaube, meine große Stärke ist es, Menschen zusammenzubringen. Die Berge sind dabei nicht nur für mich ein Sehnsuchtsort, sondern auch für die Menschen um mich herum. Und diese gemeinsamen Erlebnisse in den Bergen zu teilen, in der Schönheit der Natur, auf den Berggipfeln, das ist wahres Glück für mich. Die Erinnerungen an die Erlebnisse in den Bergen geben mir im Alltag die Kraft, die ich brauche. Die Balance zwischen der Zeit im Beruf und der Freizeit in der Natur, das bin ich. Ursprünglich habe ich Sportmanagement studiert. In den letzten Jahren war ich in der Kommunikation und im Marketing tätig. Mein Ziel war es immer, meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. 2022 haben Nadia und ich gemeinsam Nanacom gegründet. Es geht uns darum, unserem Netzwerk aus Freelancern ein Zuhause zu bieten. Warum bin ich selbstständig? Zum einen wurde es mir in die Wiege gelegt. Zum anderen habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden. Es geht für mich um Freiheit und Selbstbestimmtheit, Spaß an der Arbeit und den ständigen Austausch und Kontakt mit spannenden und unterschiedlichen Personen. Die Berge spielen eine wichtige Rolle in meinem beruflichen, aber auch in meinem privaten Leben. Sie geben mir Ruhe und Kraft und Wandern ist für mich manchmal wie Meditieren. Die Berge waren für mich nie ein Zuhause, aber immer ein Sehnsuchtsort. Ich liebe es, nach der Arbeit in die Berge zu gehen, einfach für mich zu sein und den Kopf auszuschalten. Aber ein langes Wochenende in den Bergen mit Freunden auf einer Mehrtagestour ist besonders. Man lernt sich nochmal ganz anders kennen und hat eine schöne Zeit in der Natur. Wenn wir diese Erfahrungen teilen, dann bestärken wir uns gegenseitig. Wir gehen an unsere Grenzen, aber wir haben immer Spaß dabei. Das ist meine Mountain Me-Time.